Wer zur Kieler Woche nicht zu Land, sondern zu Wasser unterwegs sein möchte, verbringt seine Zeit am besten auf der Bussard. Dieser historische Dampfer bietet ein einmaliges Seefahrterlebnis. Ganz nostalgisch geht es über die Förde Richtung Falkenstein. Ja, angefangen sind wir hier 2000 und haben gesagt, das wollen wir wieder in Fahrt bringen. Das haben wir gleich am Anfang gesagt. Und haben dann tatsächlich die erste Jungfernfahrt, oder die zweite mehr gesagt, im Oktober 2006 haben wir es dann geschafft. Früher noch als Tonnenleger unterwegs, transportiert das restaurierte Schiff heute nur noch interessierte Gäste. Wir mussten natürlich so ein paar Zugeständnisse an die moderne Zeit machen, um den höchsten Sicherheitsstandard gewähren zu können. Aber das, womit eigentlich 99% unseres Fahrbetriebes hier gewährleistet werden, sowohl auf der Brücke als auch an der Maschine, das ist so wie 1905. Das heißt also auch der Antrieb, da stehen wirklich noch die Männer vor den Kesseln, schmeißen die Kohle rein und damit wird dann der Dampf erzeugt für unsere Maschine. Also das Feuer muss brennen natürlich, dass immer genug Feuer und Blut drin ist. Die Kohle muss ich nachschmeißen. Es kann sich auch Schlacke bilden, wenn die Kohle fest ist. Und da muss ich halt drauf achten. Also die Bussard ist ein fahrendes Museumsschiff. Wir versuchen möglichst vielen Menschen den Betrieb wie vor 100 Jahren zu zeigen. Und dieses Schiff dann auch so, wie es ist, als fahrendes Museumsschiff zu erhalten. Ja, genau. Also heute ist halt der kommerzielle Zweck natürlich komplett nur dem Schiff untergeordnet. Also alles, was hier auch eingenommen wird durch den Fahrbetrieb, durch zahlende Gäste, die dann dankenswerterweise an Bord sind, das geht alles in den Unterhalt des Schiffes. Ne? Elegant und manchmal mit ein wenig Getöse schippert die Bussard über die Förde. Und da ist es schon was ganz Besonderes, mit so einem alten Vogel mal zu fahren. Ne? Also das macht mächtig Spaß. Ne? Also neben dem Kulturhistorischen, was natürlich sehr wertvoll ist, macht es für einen Seemann ganz besonders Spaß, mit so einem Schiff noch unterwegs zu sein. Die Bussard ist ein lebendiges Ausstellungsstück des Schifffahrtsmuseums. Interessierte können auch nach der Kieler Woche hautnah an Deck dabei sein. Die Crew lädt regelmäßig zu Ausfahrten ein, dann heißt es wieder Leinen los!